Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mir Kinderspielzeug. Wir werden heute gemeinsam eine XXL-Ausgrabung vornehmen. Wir haben hier jede Menge Supersand und in diesem Supersand sind ein paar Sachen versteckt. Ihr könnt dabei sein, während ich hier diesen Supersand durchforste. So, ich lege jetzt einfach mal los und gehe mit meiner Hand da rein. Cool ist es natürlich auch, wenn man das mit verbundenen Augen macht. Dann muss man sich ganz allein darauf verlassen. Ich habe da gerade schon was gespürt. Wenn man das mit verbundenen Augen macht, dann muss man sich darauf verlassen, was man ertastet. Was mag das sein? Was ist das? Oh, ich ahne es schon. Sind das Finger? Oh, das fühlt sich total eklig an. Der Sand ist ganz kühl und fein. Und ich glaube, das ist eine Hand. Wir haben eine Hand ausgegraben, also Fingerknochen oder Handknochen. Die ist natürlich super eklig. Könnt ihr das gut sehen? Also, unser erster Gegenstand hier zu Halloween ist eine Hand. Ich nehme die mal raus. So sieht die aus. Ach, die war falsch rum, okay. Also, so sieht unser erster Gegenstand aus. Eine Skeletthand. Die lasse ich jetzt einfach mal so liegen. Wir gehen mal weiter und fühlen uns mal so ein bisschen hier so durch den Sand. Hier ist noch was. Und da ist schon das nächste. Gehört das zusammen oder sind das zwei einzelne Teile? Ich mache mal hier nach links weiter. Das ist aber auch ein Knochen, aber ein sehr, sehr langer Knochen. Ist das ein Dinosaurierknochen oder ist das auch ein menschlicher Knochen? Ich hole den mal hier raus aus dem Sand. Das könnte ein Oberschenkelknochen oder so sein. Oder vielleicht auch ein Oberarmknochen. Den lasse ich auf jeden Fall auch mal hier so liegen. Hier war ja schon der nächste, also direkt nebenan. Das ist ein dünnerer Knochen. Fast wie so ein Hühnerknochen oder so. Und der ist aber auch nicht ganz so lang. Wenn man den mal so nebeneinander hält, ist der auf jeden Fall kürzer. Ich weiß nicht, vielleicht Elle oder Speiche oder so. Also Unterarm. Ist hier noch was versteckt? Oh, ich fühle hier schon wieder was. Fühlt sich an wie noch eine Hand? Ich glaube, es ist eine weitere Hand. Ja. Hier haben wir die zweite Hand, aber irgendwie besteht doch ein Mensch aus viel mehr Knochen als jetzt aus zwei Händen, einem Oberschenkel und einem Oberarm. Wir gehen mal hier weiter durch. Ich glaube nicht, dass hier ein ganzes Skelett vergraben ist. Ah, hier ist das nächste. Was ist das denn? Oh, das ist auch groß. Das sieht aus... Das ist keine Hand. Das sieht aus wie ein... Das ist ein Fuß. Ein Skelettfuß. Also wir haben jetzt schon ziemlich viele Knochen hier ausgegraben. Zwei Hände. Einmal diese hier. Das ist dann bestimmt eine rechte Hand. Und das hier wäre dann eine linke Hand. Sieht man da an dem Daumen. Dann haben wir einen Fuß, einen Oberschenkelknochen, glaube ich. Und das hier ist wahrscheinlich Elle oder Speiche. Ich glaube, weitere Knochen sind hier nicht versteckt, oder? Dauert jetzt vielleicht auch zu lange. Ich gucke gleich nochmal nach weiteren Knochen und dann sehen wir uns wieder. Leute, ihr werdet es nicht glauben. Guckt mal, was ich noch gefunden habe. Das ist doch nicht etwa ein... Totenschädel, ein Kopf,
einen Skelettkopf. Der sieht echt mega gruselig aus, oder? Da gucken die Augen so raus. Das ist echt total gruselig. Naja, aber letztendlich sind das alles nur Knochen hier. Davor braucht man ja keine Angst haben. Die können einem nichts tun. Auch dieser Kopf macht eigentlich nichts. Den können wir auch ruhig hier wieder rausnehmen. Leute, ich bin weg. Happy Halloween und tschüss.